Neuer Part, neues Glück und willkommen zurück hier zu Super Mario World auf unserem Kanal. Wir machen weiter mit der Donut-Ebene 2, da haben wir ja im letzten Part aufgehört. Und weiter geht's. Ein Level, was ich nicht ganz so gerne habe. Das erste Scrawling-Level spielt sich leider dadurch ein bisschen träge. Und zu allem Überfluss müssen wir das Level sogar zweimal aufsuchen. Leider ja. Nehmen wir mal hier schnell nach unten, dass der hier nicht wieder rausschlüpft aus dem Panzer. Das ist genau eben passiert. Und mit, hier haben wir eine Feder. So, ja, ihr merkt schon, das ist recht gemächlich hier. Da kann man fast einschlafen. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass ihr die Augen zumacht, ja. Hier wird geguckt. Da haben wir eine grüne Box, allerdings noch inaktiv. Ich würde gerne da hoch. Schaffen wir das noch? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, hey. Das war jetzt aber wirklich unnötig wie Sau. Da kriege ich schon wieder einen dicken Hals. So. Schwupps. So kann man es auch machen. Komm du nur her, mein Freund. Weg mit dir. Schnicken wir darüber. Da gehen wir auch gleich drauf. Diesmal wird's klappen. Es kommt davon, wenn man auch so viel erklären will hier mit der grünen Box und schon ist man wieder getroffen. Eieiei, gut. Hier ist ein Secret. In dieser Röhre. Da geht's wo spezielles hin. Das machen wir jetzt gleich. Müssen wir ein kleines Rätsel lösen. So. Wir nehmen den Panzer, den muss man hier oben dran werfen. Da kommt eine Blume raus. Dann springen wir hier vorsichtig hoch. Ja, vorsichtig. Und finden einen Schlüssel. Ein Schlüsselloch. Da gehen wir rein. Und finden den grünen Schalterpalast, den wir sogleich aktivieren. Hops. Alter, was ist denn hier los? Naja, das hat überhaupt nicht funktioniert. Schön, schön. Aber egal, Hauptsache den Schalter aktiviert. Und damit werden alle grünen, durchsichtigen Blöcke zu normalen grünen Blöcken, die wir jetzt auch aktivieren und nutzen können. Und aus denen kommen Federn raus. Das ist also ziemlich praktisch. Fortsetzen und nochmal in diese Grube. Ach ja. Komme ich heute nicht, komme ich Mäue. Bei dem Tempo wird sogar über Mäue. Gell? Lalala. Feder. Ist immer gut. Ja, ja. Und sonst so? Was macht er gerade Schönes? Feder wieder weg. Und so geht das Level dahin. Langsam seines Weges. Und hier können wir auch schon den grünen Block demonstrieren, aus dem der Feder kommt. Wie angekündigt. Na, lass mich vorbei. So. Da, 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 da. Sehr gemächlich, sehr gemächlich hier. Oh, ja, unnötig schon wieder.
aufpassen, dass wir gleich eine neue bekommen. Die würde ich jetzt auch gerne mal ein bisschen länger behalten. Da rutschen wir. So schön war. Nochmal. Und da hoch. Oh nein, besser wieder runter. Gefährlich da oben. Jetzt wird es noch langsamer. Beherzter Sprung. Und dann gleiten wir mal darüber. So. Los jetzt hier. Ich werd nervös. Hier geht's noch nicht rein, okay. Weg mit den Spikes. Und ins Ziel. Das hätten wir überstanden. Jetzt wird's gruselig im ersten Geisterhaus. Hier ist ein ganz besonderes Secret versteckt. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Willkommen im Spukhaus. Na, wo ist denn wohl der Ausgang? Hihihihi, verlauf dich nicht. Nee, dich habe ich doch schon einmal gesehen. Ja, wir kennen uns. So, das Secret ist nämlich hier oben versteckt. Ganz fies und nur mit Feder zu erreichen. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Aber es ist wirklich sinnvoll, dieses Secret zu entdecken. Da können wir erstmal hier ein paar Leben holen. Das ist immer gut. Zack, zack, 4 an der Zahl. Und haben hier den geheimen Ausgang. Was er bewirkt, gucken wir uns auch gleich an. Top-Secret-Ebene. Die ist wirklich Top-Secret. Hier kann man sich nämlich aufrüsten. Hier gibt es diverse Items und einen Yoshi. Und immer wenn man irgendwo alles verloren hat, geht man einfach hier wieder hin und kann sich alles wieder neu besorgen. Yoshi zu haben ist immer sinnvoll. Genauso wie die Feder, nur hier ins Spukhaus geht er natürlich nicht mit. Da hat er dann doch zu viel Angst, der gute Yoshi. Die Geister kommen ganz schön tief runter hier. So, und um dieses Geisterhaus zu lösen, muss man auch was beachten. Dieser gelbe Block hier und diese Tür. Man springt beim ersten Mal besser nicht hier dran. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber um es tatsächlich zu lösen, geht man nochmal durch die Tür und springt beim zweiten Mal an den Block. Darauf kommt diese Pflanze, die uns nach oben führt. Und das ist dann der tatsächliche Ausgang. Auch eigentlich fies versteckt. Muss man auch erstmal drauf kommen. Die nächste Brücke, die wir hier bauen. Donut-Ebene 3. Fortsetzen. Weiter geht's. Was haben wir denn hier? Tipp für Touristen. Um nach oben bzw. unten zu schauen, hältst du die L-Taste gedrückt und drückst gleichzeitig das Steuerkreuz. Testen wir gleich mal L-Taste. Genau, funktioniert. Okay. Warum auch nicht? Da haben wir eine Feder, haben wir aber schon eine. Da fliegen wir einfach mal rüber. So. Können wir da irgendwas... Na? So? Nein? Na gut. Genug experimentiert. Weiter geht's. Wollen wir uns hier noch was erstellen? So. Das ist riskant, was ich hier gerade mache. Mega riskant. Aber hier können wir auf jeden Fall landen. Glück gehabt. Wir dürfen nicht so... Ich sag immer wir. Ich darf's hier nicht so eilig haben. Sonst geht's schief. Checkpoint. Das ist schon gut. Bevor wir hier abschmieren, müssten wir den Yoshi opfern. Der Arm. Er ist gestürzt.
Der ist gerade ein bisschen ungeschickt, aber gut. Kommen voran, sag ich mal. Ein kleines Bonusspiel. Hier müssen wir die Blöcke in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Das klappt sogar gerade. Ups. Jawoll, was ist denn hier los? Da haben wir ja richtig Glück. Das ist ja unglaublich. Alle gelöst. 23 Leben. Können wir gebrauchen. Und das Ziel. Wunderprächtig. Ich sehe gerade, wir kommen nochmal in den Bonusraum. Da kriegen wir noch mehr Leben. Wir werden ja nahezu gehäuft. Na, vorbeigesprungen. Aber den Holmans noch hier. Zack, einwandfrei. Lucky, 27 Leben. Und die Donut-Ebene 4, die machen wir auch noch. Schön vorsichtig sein. Laufen sie, da ist alles sicher, okay. Wow, die Röhre geht hoch, die auch. Und da haben wir einen Hammerbruder hier. Da rennen wir einfach mal hier steil nach oben. Na komm her, du. Die hauen wir alle weg. Da war doch irgendwas. Lass mich mal gucken. Feuerblume brauchen wir eigentlich nicht in dem Fall. Da ist nichts sonst. Na gut, dann gehen wir hier mal rein, wenn das geht. Ja, das geht. Ist doch richtig in Erinnerung. Eine Münze. Okay. Oh, gut gemacht. Da lobe ich mich mal selbst hier. Weg mit dir, mein Freund. Und den Checkpoint. Ich glaube, ich nehme mir mal die Feder. Einfach, weil ich es kann. Na also. Na komm her. Was können wir uns hier holen? Ein Stern, das ist nice. Da können wir jetzt mal hier einen Zahn zulegen. Wow, komm nicht so hoch. Will er abheben, der Kerl. Ab ins Ziel. Und mit Mortens Festung geht's dann im nächsten Part weiter. Der Morten, ja, das ist schon ein Säckel. Aber dazu dann später mehr im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut, schöne Tag, schönen Abend. Tschö, tschö.